Hallo. It's pretty outside, but cold. Darum machen wir ein lustiges Lesemenü, Joe. Weiter machen wir mit der Reise von Nils Holgersson, den Wildgänsen. Von Selma Lagerlöf. Haus Glimminge, viertes Kapitel. Schwarze Ratten und graue Ratten. Im südöstlichen Schonen, nicht weit vom Meer entfernt, liegt eine alte Burg, Glimmingehaus genannt. Sie besteht aus einem einzigen hohen, großen und starken steinernen Bau, den man in der ebenen Gegend meilenweit sehen kann. Sie hat nur vier Stockwerke, ist aber so mächtig, dass ein gewöhnliches Bauernhaus auf demselben Gut steht, sich wie ein Puppenhäuschen dagegen ausnimmt. Die äußeren Mauern und die Zwischenwände und Wölbungen dieses steinernen Hauses sind alle so dick, dass im Innern kaum noch für etwas anderes Raum ist als für die dicken Quermauern. Die Treppen sind eng, die Gänge schmal und es sind nur wenig Zentimeter da. Und damit die Mauern ihre Stärke behalten sollen, ist auch nur eine kleine Anzahl Fenster in den oberen Stockwerken angebracht worden. In dem untersten aber sind überhaupt nur kleine Lichtöffnungen. In alten Kriegszeiten waren die Menschen nur zu froh, wenn sie sich ein so großes, starkes Haus einschließen konnten. Wenn jemand jetzt im eisig kalten Winter froh ist, wenn er in seinen Pelz hineinkriechen kann. Aber als die gute Friedenszeit kam, wollten die Leute nicht mehr in den dunklen, kalten, steinernen Räumen der Burg wohnen. Sie haben schon seit langer Zeit Glimmingehaus verlassen und sind in Wohnungen gezogen, in die Luft und Licht hineindrängen kann. Zu der Zeit, als Nils Holgersson mit den Wildgänsen umherzog, befanden sich also keine Menschen in Glimmingehaus. Aber deshalb fehlte es da doch nicht an Bewohnern. Auf dem Dache wohnte jeden Sommer ein Storchenpaar in einem großen Nest. Unter dem Dache wohnten zwei Nachteulen, in den Gängen hingen Fledermäuse, auf dem Herd in der Küche wohnte eine alte Katze und drunten im Keller gab's hunderte von alten Stämme der Schwarzratten. Ratten stehen nicht gerade in großem Ansehen bei den anderen Tieren, aber die schwarzen Ratten auf Glimmingehaus machten eine Ausnahme. Und es wurde immer mit Achtung von ihnen gesprochen, weil sie im Streit mit ihren Feinden große Tapferkeit bewiesen hatten und auch sehr viel Ausdauer während der großen Unglückszeiten, die über ihr Volk hingegangen waren. Sie gehörten nämlich einem Rattenvolk an, das einmal sehr zahlreich und mächtig gewesen, jetzt aber am Aussterben war. Während einer langen Reihe von Jahren hatten die schwarzen Ratten Landratten genannt, schonen und das ganze Land besessen. Sie waren fast in jedem Keller zu finden gewesen, fast auf jedem Boden, in Scheunen und auf Heuböden, in Vorratskammern und Backstuben, in den Wirtschaftsgebäuden und Ställen, in Kirchen und Burgen, in Brennereien und Mühlen, sowie in allen anderen von Menschen bewohnten Gebäuden. Aber jetzt waren sie von allen diesen vertrieben und beinahe ausgerottet. Nur auf dem einen oder anderen einsam gelegenen Platz konnte man noch einige antreffen, aber nirgends waren sie so zahlreich wie auf Glimmingehaus. Wenn ein Tiervolk ausstirbt, beruht das meistens auf dem Vorgehen der Menschen. Hier aber war das nicht der Fall gewesen. Die Menschen hatten freilich mit den schwarzen Ratten gekämpft, sie hatten ihnen aber keinen namhaften Schaden zufügen können. Sie waren von einem Tiervolk ihres eigenen Stammes besiegt worden, von einem Volk, das man die grauen Ratten nannte. Die grauen Ratten oder die Wanderratten hatten nicht wie die schwarzen von Urzeiten her im Lande gewohnt. Sie stammten von ein paar armen Einwanderern her, die vor 100 Jahren von einem libyschen Schiff in Malmö ans Land gestiegen waren. Sie waren heimatlose, halb verhungerte Tröpfe, die in diesem Hafen ihren Aufenthalt nahmen, um die Pfeiler unter den Brücken herumschwammen und den Abfall fraßen, der ins Wasser geworfen wurde. Nie wagten sie sich in die Stadt hinein, die den schwarzen Ratten gehörte.
Aber allmählich, nachdem die grauen Ratten an Zahl zugenommen hatten, fassten sie Mut und gingen in die Stadt hinein. Anfangs zogen sie nur in ein paar alte verlassene Häuser, die von den schwarzen Ratten aufgegeben worden waren. Sie suchten ihre Nahrung in Rinnsteinen und auf Misthaufen, nahmen mit allem Unrat Vorlieb, den die schwarzen Ratten nicht anrühren wollten. Es waren wetterfeste, genügsame und unerschrockene Tiere, und in ein paar Jahren waren sie so mächtig geworden, dass sie es unternahmen, die schwarzen Ratten von Malmö zu verjagen. Sie nahmen ihnen Dachräume, Keller, Magazine weg, hungerten sie aus und bissen sie tot, denn sie fürchteten sich durchaus nicht vor Kampf und Streit. Und nachdem Malmö genommen war, zogen sie in kleineren und größeren Scharen aus, das ganze Land zu erobern. Es ist beinahe unbegreiflich, warum die schwarzen Ratten sich nicht zu einem großen gemeinsamen Heereszug versammelten und die grauen Ratten vernichteten, solange diese noch nicht zahlreich waren. Aber die Schwarzen waren wohl mehr von ihrer Macht so überzeugt, dass sie sich die Möglichkeit, das Land zu verlieren, gar nicht vorstellen konnten. Sie saßen ruhig auf ihren Besitztümern und inzwischen nahmen ihnen die grauen Ratten Hof um Hof, Dorf um Dorf, Stadt um Stadt weg. Sie wurden ausgehungert, verdrängt, ausgerottet und in Schonen hatten sie sich nirgends halten können, ausgenommen auf Glimminge Haus. Das alte steinerne Haus hatte so dicke Mauern und so wenige Rattengänge führten hindurch, dass es den schwarzen Ratten gelungen war, es zu halten und die grauen Ratten am Hereindringen zu verhindern. Ein Jahr ums andere, eine Nacht um die andere, war der Streit zwischen den Angreifern und Verteidigern fortgegangen, aber die schwarzen Ratten hatten treulich Wache gestanden und mit der größten Todesverachtung gekämpft. Und dank dem alten prächtigen Haus hatten sie bis jetzt immer gesiegt. Es muss zugegeben werden, dass die schwarzen Ratten, solange sie die Macht gehabt haben, von allen lebenden Geschöpfen ebenso verabscheut gewesen waren, wie die Grauen es jetzt sind. Und das mit vollem Recht. Sie hatten sich über arme, gefesselte Gefangene geworfen und sie gequält. Sie hatten Leichen aufgefressen, hatten die letzte Rübe aus dem Keller der Armen wegstibitzt, schlafenden Gänsen die Füße abgebissen, den Hühnern die Eier und ihre kleinen, mit zarten Pflaumen bedeckten gelben Küken geraubt und tausend andere Missetaten vollführt. Aber seit das Unglück über sie gekommen war, war das alles wie vergessen. Niemand konnte es unterlassen, die Letzten des Geschlechts, die den grauen Ratten so lange widerstanden hatten, zu bewundern. Die grauen Ratten, die auf dem Glimmingehof und dessen Umgebung wohnten, führten den Streit immer weiter und versuchten, jede nur mögliche Gelegenheit auszunutzen, um sich der Burg zu bemächtigen. Man hätte meinen können, sie hätten die kleine Schar schwarzer Ratten wohl im Besitz von Glimmingehaus lassen können, da sie ja das ganze übrige Land besaßen, aber das fiel ihnen gar nicht ein. Sie pflegten zu sagen, es sei ihnen Ehrensache, die schwarzen Ratten doch noch zu besiegen. Aber wer die grauen Ratten kannte, wusste wohl, dass es einen anderen Grund hatte. Die Menschen benützen nämlich Glimmingehaus als Kornspeicher. Und darum wollten die Grauen keine Ruhe geben, bis sie es erobert hatten. Der Storch, 28. März, Montag. Eines Morgens wurden die Gänse, die draußen auf dem Eis des Vombsees standen und schliefen, durch laute Rufe in der Luft sehr früh geweckt. »Trirop, Trirop«, erklang es. »Trianut, der Kranich, lässt die Wildgans Akka und ihre Schar grüßen. Morgen findet der große Kranichtanz auf dem Kullerberg statt.« Akka streckte schnell den Kopf in die Höhe und antwortete, »Schönen Dank und Gruß, schönen Dank und Gruß.« Darauf flogen die Kraniche weiter, aber die Wildgänse hörten noch lange, wie sie über jedem Feld und über jeden Waldhügel riefen, »Trianut lässt grüßen, morgen findet der große Kranichtanz auf dem Kullerberg statt.« Die Wildgänse freuten sich über diese Botschaft. »Du hast Glück«, sagten sie dem weißen Gänserich, »dass du bei einem dem großen Kranichtanz anwesend sein darfst.« »Ist es denn etwas so Merkwürdiges, die Kraniche tanzen zu sehen?«, fragte der Gänserich. »Es ist etwas, was du dir nie träumen lassen könntest«, antworteten die Wildgänse. »Nun müssen wir überlegen, was wir morgen mit Däumling tun, damit ihm kein Unglück widerfährt, während wir nach dem Kullerberg reisen«, sagte Akka. »Däumling darf nicht allein bleiben«, rief der Gänserich. »Wenn die Kraniche ihn nicht erlauben, ihren Tanz mit anzusehen, dann bleibe ich bei ihm.«
Keinem Menschen ist es je vergönnt gewesen, die Versammlung der Tiere auf dem Kullaberg beizuwohnen, sagte Akka. Und ich wage es nicht, doch den Däumling dorthin mitzunehmen. Aber wir wollen später am Tage noch weiter darüber sprechen. Jetzt müssen wir vor allem daran denken, etwas zu essen zu bekommen.